werden und so weiter? Nein. Er hat gesagt, ja, Johannes, ich schlage euch zwei beste Leute von euch vor. Hier ist Amin hadhihi al-Umma, Abu Ubaida, der vertrauensvollste dieser Umma, Abu Ubaida, und hier ist Umar ibn al-Khattab. Sucht euch einen von denen aus. Und dann sehen wir, die Aufrichtigkeit, die diese Leute besaßen, direkt sprachen diese zwei, Wallahi, es gibt keinen besseren wie dich, der diese Aufgabe übernimmt. Und haben ihn direkt den Eid gesprochen. Und dadurch haben dann die ganzen Sahaba auch Abu Bakr radiallahu anhu arda, yani den Eid zugesprochen und al-Bay'a gemacht. Und somit ist er der Khalifa und der Nachfolger von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geworden und der Herrscher der Muslime nach unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er hat die Aufgabe mit voller Verantwortung gemeistert und mit voller Aufrichtigkeit und mit voller Gottesfürchtigkeit die Aufgabe gemeistert, so dass Allah subhanahu wa ta'ala die Umma in so einer sehr, sehr geringen Zeit zu Weltherrschern gemacht hat. Durch diese Aufrichtigkeit, durch diese Ehrlichkeit, durch diese Gottesfürchtigkeit, durch diese Arbeit, die sie geleistet haben für diese Religion. Und hierzu erzählen wir inshallah ta'ala vor allem zwei wichtige Sachen, die während seiner Khalifa-Zeit passiert sind. Es gibt so sehr, sehr viel zu erzählen, aber das sind für mich so die heftigsten Sachen sozusagen. Als er diese Verantwortung übernommen hat, diese Verantwortung der Muslime übernommen hat, wir wissen, politisch gesehen, der höchste Führer ist gestorben. Das heißt, der Staat in Medina, der Staat der Muslime, befindet sich gerade in einem sehr, sehr, sehr großen Schwachpunkt. Und die Leute, die Feinde, sind ja nicht blöd und sind ja nicht dumm. Und die wollen ja jede Chance ausnutzen, um den Islam zu vernichten. Und wie wir wissen auch aus der Geschichte, sind ja Leute dann aus dem Islam sozusagen zurückgetreten mit dem Tod von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die sogenannten Murtaddin, diejenigen, die zurückgetreten sind. Von denen sind ja manche dann sozusagen, manche haben behauptet, dass sie ja neue Propheten sind, wie Abu Muslim al-Kadhab und so weiter und so weiter. Aber vor allem Leute aus dem Medina, die zum Beispiel oder außerhalb, die zum Beispiel keine Zakat mehr geben wollten. Und Abu Bakr radiallahu anhu, der sogenannte smarte Typ, der immer sehr, sehr barmherzig ist mit den Leuten und der dafür auch sehr, sehr bekannt ist. Weil aus den Geschichten sozusagen entnehmen wir, Umar al-Khattab radiallahu anhu ist derjenige, der hart ist und stark und so weiter. Abu Bakr radiallahu anhu ist derjenige, der lieb ist und so weiter. Der lieb ist, aber wenn es um Wahrheit geht, wenn es um richtig oder falsch geht, wenn es um Religion geht, kannte er kein Pardon. Diese Leute, die zurückgetreten sind vom Islam und ausgetreten sind vom Islam, diese Leute, die Zakat nicht mehr geben wollten, den hat dieser Sahabi radiallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala, hat ihn so stark gemacht und gefestigt, er hat denen den Krieg erklärt. Da kommt einer, der Großsahaba wie Umar al-Khattab radiallahu anhu, zu ihm und sagt ihm, Ja Abu Bakr, كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله? Wie kannst du jemanden bekämpfen, der La ilaha illallah sagt? Dann packt ihn Umar, Abu Bakr radiallahu anhu, packt Umar. Nee, das ist die Stärke des Glaubens. Packt ihn und sagt ihm, Ja Umar, Wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakah. Wallahi, ich bekämpfe diejenigen, die zwischen das Gebet und der Zakah unterscheiden. Wallahi, wenn sie mir eine ganz kleine Sache, ein Seil, mit dem ein Kamel gehalten wird, das Zakat ist, wenn sie das nicht rausrücken, werde ich sie dafür bekämpfen. Und noch andere starke Aussagen, die er hier gebracht hat.
weil das ging ja auch um Argumente. Umar ibn Khattab radiallahu anhu sagte zu ihm, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, Umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Mir wurde befohlen, die Leute zu bekämpfen, bis sie la ilaha illallah sagen. Und diese Leute sagen la ilaha illallah, wie kannst du sie bekämpfen? Da sagte Umar Abu Bakr radiallahu anhu arda, derjenige, der Wissen hat, derjenige, den Allah subhanahu wa ta'ala das richtige Verständnis dieser Religion gegeben hat. Er sagte zu dem, mach den Hadith zu Ende. حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني أموالهم دماءهم وأموالهم إلا بحقها nur mit ihrem Recht. Und er sagte, und einer ihrer Rechte ist الزكاة. Deswegen müssen die Leute الزكاة geben. Und dann hat Umar Abu Bakr رضي الله عنه وأرضاه diese Leute bekämpft und sozusagen dadurch wurde dann der Islam auch dann stark. Die zweite Geschichte, die zeigt das große Befolgen oder die wie wichtig das war für Abu Bakr radiallahu an, das Befolgen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in jeder Kleinigkeit. So, als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bevor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, hatte er eine Armee mit der Leitung von Usama ibn Zayd radiallahu anhu arda gemacht, die in den Norden musste, um eine Gruppe da zu bekämpfen, die Muslime bedrohte. Als Abu Bakr radiallahu anhu die Verantwortung oder die Führung übernommen hat, hat er gesagt, dass diese Truppe rausgehen muss, weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diesen Befehl ausgesprochen hat. Und dieser Befehl von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam muss durchgeführt werden. Umar ibn Khattab und viele Sahaba kommen zu ihm und sagen dem, das geht nicht. Du musst diese Truppe hier lassen. Wir sind nicht stark genug. Wir können angegriffen werden von außerhalb. Wir haben innerhalb auch Probleme mit diesen Leuten, die aus dem Islam austreten. Dann sagt Abu Bakr radiallahu anh, nein, wallahi, ich werde diesen Befehl von dem Propheten, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, diesen Befehl werde ich ausüben und werde ich erfüllen. Dann sagt Umar ibn Khattab radiallahu anhu, okay, wenn du stur bist und du das unbedingt ausführen willst, dann wenigstens mach einen anderen Führer, einen erfahrenen, älteren Führer. Usama ibn Zayd war zu diesem Zeitpunkt 17, 18 Jahre alt. Dann packt er wieder Umar und sagt ihm, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat den als Führer auserwählt und du willst einen anderen nehmen? Und hat den rausgeschickt. Das zeigt uns, wie genau Abu Bakr radiallahu anhu arda'ah den Befehlen von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt ist. Das sind nur zwei Geschichten, sozusagen, die ich erwähnt habe, während seiner Verantwortung über die Muslime. Und er ging auch, als er diese Truppe rausgelassen oder rausgeschickt hat, ging er zu Fuß und verabschiedete diese Gruppe. Und Usama ibn Zayd radiallahu anhu war auf seinem Reittier. Und er sagte, das ist auch ein Benehmen, den wir heute leider nicht mehr, den die Muslime leider nicht mehr haben. Er sagte zu Abu Bakr radiallahu anhu, lass mich runterkommen von meinem Reittier und du sollst dich hinsetzen und ich gehe zu Fuß. Aus Respekt vor Abu Bakr radiallahu anhu arda. Abu Bakr, der Gottesfürchtige, derjenige, der Tawadu hat, sagte zu dem, wallahi, du bleibst da oben sitzen und ich gehe zu Fuß. Ich will auch ein bisschen Sand verstreuen, fi sabilillah, mit meinen Füßen. Das zeigt, wie diese Leute gottesfürchtig waren, wie diese Leute ehrenhaft waren, wie diese Leute rechtschaffen waren und wie diese Leute sich und ihr Leben und ihre Zeit und alles für den Islam geopfert haben. Als er gestorben ist, subhanallah, der ist genau an demselben Tag wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben. Und das zeigt, subhanallah, das ist die Liebe. Das ist die Liebe zu der Person. Und deswegen, wenn man mit Aufrichtigkeit den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebt, dann wird man inshallah ta'ala auch ihn
zu sehen bekommen, Yom al-Qiyamah, und mit ihm zusammen sein, inshallah, Yom al-Qiyamah.